Moin Moin, willkommen zurück in Hogwarts. Und ja, wir gehen jetzt mit unserem kleinen Hauselfen, Deke, mal seine Mission ab. Falls ihr Lust habt, seid dabei. Los geht's. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Genau, der Schnappsack. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Damit können wir Tiere fangen. Deke liebt Ausflüge. Okay. Mal sehen, wo es uns hinführt. Gibt's echt viele Missionen. Das macht echt Spaß, muss ich zugeben. Dann kann ich aufhören, dieses Spiel zu spielen. Gerade auch, wenn man diese ganzen Sequenzen immer sieht hier, ne? Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. Oh. Ja, das glaube ich. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Na, guck mal, da, die soll ich schon einsammeln da. Wir sind da. Okay. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen okay. Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Okay. Schnappsack. Neuen Gegenstand freigestellt. Schnappsack. Ah, okay. Man kann einen Zauberset zuordnen. Okay, dann machen wir jetzt mal... Ah, ich muss doch unbedingt das dritte Ding mal machen. Huch, das war verkehrt. So. Ah, okay, so geht's. Okay, warte. Nicht so an. Nochmal. Das war's. Wir haben einen. Mal gucken. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deke weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deke ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deke empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Deke weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber ja, okay. Wir müssen vorsichtig sein. Deke hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Oh. Deke wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay, das machen wir. Würde ich sagen, ne? Aber hinfliegen. Das ist schön mit dem Besen, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch die Besen, das machen wir heute auch noch. Wir machen noch die zweite Besenmission, sodass wir unseren Besen ein bisschen schneller bekommen. Beziehungsweise ein neues, ein Patent darauf bekommen. Ja, Patent, was ist das für ein Quatsch, was ich erzähle? Sondern, dass ich eine Erweiterung bekomme dafür. Eine Verbesserung sozusagen. Das wäre schon ganz cool. Weil, der ist ein bisschen träge, finde ich, der Besen. Oh je, Deke glaubt... Hallo, Deke. Machen wir weiter? Ja, gut. Deke hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Okay. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück. Deke wird hier warten. So, lass mal gucken. Ist das der Baum da hinten, der gemeint ist, oder der Baum da, okay. Also Livioso, warte mal, hier ist Wingardia, Lumos, da ist das. Ah. So, den setzen wir nämlich, glaube ich, direkt auch da oben rein, damit wir beide Sachen einen haben. Dann lass mal testen, ob das funktioniert. Livioso. Okay, es gibt immer verschiedene Kombis, die man einsetzen muss. Ganz ruhig. Das ist nicht abgefahren. Ich tue dir nichts.
Das ist natürlich auch ganz cool. Also man muss wahrscheinlich verschiedene Kombis machen, desto mehr Tiere man einsammelt. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Die hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Diek trifft sie dort. Achso. Oder fliegen. Gucken, wie wir die fangen können. Erstmal müssen wir hier diesen Flugpunkt, so einen Schnellreisepunkt freischalten. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich... Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Okay. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. So, wir können ja die Zeit beschleunigen, und zwar... So. Dann lass mal dahin eiern. Mist. Komm schon. Ich will doch mal helfen. Warte, ich habe eine Idee. Warte mal. Wir sehen uns ja so nicht so richtig. Oder können uns trotzdem sehen? Ich glaube nicht, ne? Ach, es muss ein Wesen sein. Ah! Das lässt doch schön sein. Ach, Mist. Okay, müssen wir anders machen. Müssen wir so machen. Okay, machen wir es anders. Schleifen wir nochmal ran. Sehen uns ja gerade nicht. Dann mal verlangsamen wir die einmal. Jetzt ist alles gut. Okay, es gibt echt verschiedene Arten, wie man die fangen kann. Ist natürlich wieder lässig, ne? Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt einen Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Okay, lass uns auch zum Raum gehen. Kann ich auch direkt zum Raum kommen? Eigentlich? Oder muss ich immer... Doch, ich wollte... Jetzt habe ich natürlich den Auftrag versammelt. So. Ja, das ist eigentlich schade, dass ich da nicht direkt, also direkt in den Dings rein kann. Das ist doch ein bisschen blöd gemacht, oder? Muss man da nicht direkt hin? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Vielleicht kann ich so einen Wegpunkt da reinzaubern, also beziehungsweise einen hinbekommen. Das müssen wir gleich mal austesten, ob es sowas gibt. Weil das hier ist immer so blöd, dass ich immer, da muss ich mal zwei Stufen runterrennen, dass man sich nicht direkt in den Raum reinzaubern kann. Vielleicht kann man das auch und ich weiß noch nicht wie. Müssen wir mal gucken. Diek findet, sie sollten stolz auf. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Okay. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie.
Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Okay. Ja. Ein Käfig. Oder ein Paradies. Ein Paradiesraum. An was genau hatten Sie gedacht? Nanu? Wow. Das sieht ziemlich cool aus. Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. Rein da. Ja, das ist doch mal was Feines. Mega cool, oder nicht? War das schon mega cool? Sehen Sie nur. Es ist unglaublich. Wo sind wir, Dieg? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen. Eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Klar. Ziemlich cool. Oh. Das ist wirklich sehr cool. Die glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dieg auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn Sie magische Materialien von Ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dieg Ihnen, wie Sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Achso, dann muss ich natürlich wieder hier den Scheiß da reinmachen. Warte mal. Dieg findet, dass Sie gute Arbeit leisten. Was zu essen kriegst du auch mal. Dann kann ich das Haare direkt sammeln. Kann ich dir das auch machen? Das komme ich von dir dann direkt. Federn kann man auch sammeln direkt. Wo ist das andere Viech? Wo ist das Lama hinter? Nein, das Lama ist es nicht hier, dieses. Jetzt. Und ein bisschen was zu futtern. Das ist schon cool, dass man das alles hat. Und jetzt gehe ich zu Dietmar, der soll mir zeigen, wie das funktioniert. Dieg. Ich habe magische Materialien gesammelt, Dieg. Dieg kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Jetzt können wir richtig coole Sachen machen. Auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Dieg glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Okay, dann können wir den Webstuhl wahrscheinlich hier drinnen erst machen. Und dann können wir den irgendwo hinstellen, ne? So, beschwören müssen wir. Wie war das mal? Beschwören nochmal. Das war beschwören.
Und wo ist der Webstuhl? Ist das der Webstuhl? Eine Dekoration? Tische. Da. Nutzen. Da ist der Webstuhl. Oh, ich kann auch die Farbe ändern. Oh, blau finde ich schon ganz gut. Also, Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzufügen und zu verbessern. Oder deine Ausrüstungseigenschaften zuzuwenden. Mehrere kleine Versionen können deine Kraft beachtlich verstärken. Im Bauen gefunden oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Okay. Dann lass mal gucken. Was haben wir denn gerade an? Wo kann ich denn sehen, was ich anhab? Ist das nicht markiert? Ist das nicht markiert? Ach doch, die sind da leuchten da, ne? Die, ich mach da, okay, lass mal gucken, ob wir im Hut was reinmachen können. Wir können die Offensive verbessern. Und zwei, mit einer Feder, okay. Was können wir hier machen? Verteidigung verbessern, das machen wir mal. Komm, wir verbessern mal alles hier, was wir können. Einfach um zu sehen, was geht. Einfach nur, weil wir es können. Und mal. Okay, und was ist das hier unten? Verteidigung, okay. Wir können da nichts mehr machen. Wir können doch hier mal noch Federn. Okay. Gut. Oh, hier in die Handschuhe. Da brauchen wir Fell als Mondkalb. Das haben wir jetzt nicht. Ah, das ist natürlich echt geil. Da kann man später wirklich coole Sachen mitmachen. Füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft zu. Okay. Die Eigenschaften haben wir noch nicht gehabt. Eigenschaften betrachten. Okay, das habe ich nicht. Ich habe Verbrennen. Erhöht Schaden mit Incentio. Finde ich ganz gut. Oh, ich kann hier auch Verbrennen 3 machen. Was brauche ich denn dafür? Ah, die ist zu mächtig dafür. Ah, okay, ist zu mächtig dafür. Geht noch nicht bei dem, weil, ach so, wegen... Ich brauche da was für eine andere... Okay. Gut, aber wenn wir das haben, da habe ich. Kann ich hier nochmal so ein Ding reinsetzen? Wir machen ja viel mit Feuer. Da hätte ich auch einen Zweier reinsetzen können. Nein, haben wir gar nicht. Ja, cool. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich dir zeigen. Wo ist denn der? Da oben. Ich habe den Webstuhl benutzt, Deke. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deke ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke für deine Hilfe, Deke. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Da ist eine Prüfung Merlins hier drin, die holen wir uns doch. Kann ich hier fliegen? Ich kann hier nicht fliegen, das ist ja blöd. Aber es ist zu weit weg, das Ding, oder? Achso, die ist ganz woanders, die Prüfung Merlins. Okay, gut. Ja, das ist doch cool mit dem Tierkram. Lass uns trotzdem mal gucken, was für Aufträge wir noch haben. Unterwegs sammeln wir noch ein paar Tiere ein, aber lass mal noch einen Nebenauftrag machen. Und zwar... Die müssen wir nochmal finden, diese Demi-Skies-Mode. Machen wir aber nicht heute. Okay. Geheimes Lager im Schloss. Das machen wir mal. Können wir hier kurz reingehen mit den Herausforderungen, gucken, was wir alles schon bekommen haben, wieder Neues. Gut. Oh, hier Raum der Wünsche haben wir ja auch was geschafft.
Gut, dann müssen wir mal gucken. Wie soll der jetzt hinkommen? Jetzt habe ich den Auftrag nicht angenommen, doch gerade. Doch, Geheimnislager im Schloss. Okay. Mit der Karte finden. Hier ist mal rein. Gucken wir mal, ne? Oh, hier ist noch so ein Spiegel, den können wir auch nochmal machen. Wenn wir schon hier sind, ne? Okay, ist schon gleich eine Pflanze. Können wir die jetzt mal wegmachen? Können wir ja. Okay, ich glaube, wenn ich den Schmetterling bringe, dann wird er den auffressen, oder? Ne, ist weg. Okay. Kurz gucken, wo der ist. Guck mal, Lumos. Wo kann die denn sein? Wo kann denn dieser... Hättest du mehr gedacht, als wir noch gelebt haben, wäre ich jetzt nicht mit dir hier. Wo ist die Katze? Kurz auf dem Bild gucken, wo das war. Da ist so eine Dings da drüber und da hinten ist ein Schloss. Hier unten irgendwo sein. Oder? Nee. Sieht auch nicht so aus. Noch eine Etage runter? Das kann nicht sein. Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, okay. Das ist aber nicht das, was ich meine. Also ich mache natürlich die nächste Mission schon. Ich wollte einfach nur schnell den blöden Schmetterling finden da. Wenn man schon hier ist, ne? Muss ich mir mal angucken, das Bild kurz. Also mal kurz gucken. Da ist so ein Fenster und da ist doch so ein Bild von so einem Schloss. Wo kann ich das bloß sehen? Vielleicht hier durch? Ja, da ist das Schloss, okay. Dann komm mit. Gut, gut. Irgendwo habe ich das auch im Kopf gehabt, dass es hier oben war. Aber. Wieder zurückbringen, ne? Da. Sehr gut. Gut, wir jetzt runter zum Skelett und dann versuchen wir das nachzuverfolgen. Da ist das Nashorn.
hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Es sieht so aus, als sollte ich einen Drachenbrunnen finden. Der Baum im Hintergrund lässt mich vermuten, dass es sich in einem Innenhof befindet. Die Tür dahinter ist eingekreist. Kann man das nochmal angucken? Kann man sich das nochmal angucken, das Ding davon? Die Karte? Ich komme mir so vor, dass ich die Karte nicht nochmal angucken kann. Ja. Das ist doch irgendwie bescheuert. Revelio. Das wäre jetzt ja schon komisch, wenn man das nicht mehr anschauen kann, oder? Also ist ja im Innenhof oder Außenhof. Ich frage, wo? Hier vielleicht schon? Da ist das Drachending. Da ist der Brunnen. Ich komme immer näher. Weil ich den Innenhof verlassen habe, nach einer Treppe suchen, die nach oben führt. Gucken wir mal. Hier ist keine Treppe, aber ich muss den Innenhof verlassen, okay. Was ist das denn hier überhaupt? Kurz auf die Karte gucken. Nein. Was ist das? Soll ich mich hier reinstellen? Geheimes Lager im Schloss. Ist das der Innenhof? Nein, da komme ich wieder rein. Ich weiß nicht, was ist. Ich stelle mich jetzt kurz mal drauf. Das ist doch verkehrt. Ich muss doch hier irgendwie raus und zu einer Treppe, die nach oben führt. Warte mal, guck mal kurz, was hier drin ist. Alohomora. Komm schon. Oh, Alter. Endlich. Das nervt schon so ein bisschen. Okay. Jetzt hoch. Nein, das ist immer alles voll bei mir. Ey. Das gibt's doch gar nicht. Warum nicht mehr Platz? Schon viel verkauft immer auch. Kommt mir so vor. So. Blaue Vieraugenbrille. Das ist wieder so eine Figur. Ich weiß noch nicht, was es auf sich hat, aber das finden wir schon noch raus. Vielleicht müssen Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Doch hier raus. Sollte ich, sobald ich ihn verlassen habe, eine Treppe suchen, die nach oben führt. Die Treppe sieht vielversprechend aus. Ja, gucken wir, ob sie ist. Ich bin das Gemälde von Arthur Schatz. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Lumos. Nein, das ist nicht. Okay, warte mal. Ah, ich weiß was. Warte. Warte. In dem Porträt war eine Tür versteckt. Alter, wie geil ist das denn bitte der? Also das ist schon ziemlich cool. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? So, wir sind zurück zu Arthur Plumley. Aber das ist wirklich cool gemacht. Es tut mir echt leid, aber das ist einfach nur fantastisch. Huch, er ist nach oben. Nee, gar nicht. Anderer Weg. Da nach oben. Ah, das ist schon ziemlich... Ah, es ist echt einfach nur... Es sind so alles... Also eine wirklich abgefahrene Mission. Und es stimmt einfach alles bei dem Spiel. Echt. Also, das ist wirklich gut.
Ist sie? Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Mhm. Super genial. Jetzt, wo ich meine Koboldsteine wieder hab, nehme ich es mit der Konkurrenz auf. Ach, sie und ihre Koboldsteine. Hast du nur dank mir wieder, Mädel. Du verteidigst. Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Noch ein höher. Steht er. Weißt du schon mehr? Hallo Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Gerne. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? So, wir gucken, was wir jetzt machen können noch. Haben noch Aufträge. Und ein Freund der Taten. Nee, das will ich nicht. Ich will eine... Wir müssen nämlich noch den Flug machen. Das machen wir jetzt. Genau. Das heißt, da müssen wir hin. Das ist ja auch ein bisschen am Arsch der Welt. Wow, das ist wirklich am Arsch der Welt. Ganz hier hinten. Okay, dann müssen wir hier, können wir mal hin. Dann brauchen wir nicht ganz so weit fliegen gleich. Und bin ich mal gespannt, ob ich das Flugding schaffe. Also da bin ich wirklich gespannt. Ich weiß es nicht. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Los geht's. Mit dem Besen haben sie schon toll gelöst. Aber ich frage mich, ich behaupte mal, dass Squidditch, das kommt bestimmt noch. Bin mir ziemlich sicher. Irgendwie als DLC oder so. Bauen die das nochmal nachträglich ein. Das wäre ja auch verschwendet irgendwie sonst. Ne? Vielleicht bauen sie auch ein richtig cooles Game da noch rein, so mit diesem Spiel. Das ist also was wirklich Cooles ist. Nicht nur so, hier mal ein Tor, da mal ein Tor, sondern wirklich feilen da dran, dass das alles ein bisschen besser wird. Hier können wir auch rumfliegen vielleicht. Hier kommen wir da nicht anscheinend. Da ist sie. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Testen wir wenn mal. Das nicht Slytherins Nummer 2 ist. Ich speichere mal ganz kurz. Sicherheitshalber. Ich habe nicht das Gefühl, dass es abstürzt oder so, aber macht schon Sinn, glaube ich. So. Ich weiß, der speichert automatisch auch immer. Aber... ich kenne mich aber einigen Spielen aus, da klappt das besser schnell. So, hallo. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Auf geht's. Ich bin bereit. Endlich. Okay, ich bin gespannt. Eine Herausforderung. Ich werde, glaube ich, nicht so gut sein, aber was soll's. Probieren wir's mal. Daneben. Das war richtig dumm gerade. Oh, ich muss mich erst an die Steuerung wieder gewöhnen. Fabelhaft. Oh, wie treffe ich die Ringe denn nicht? Oh, schon wieder bin ich getroffen. Thank you.
Ich glaube, die hole ich nicht langsam mehr ein. Hab ich's raus. Oh, ich hab's nicht raus. Ich hab's nicht raus. Ich hab's nicht so raus. Ein Mist. Wow, ich bin noch nie so schlecht geflogen. Ich muss es. Ich. Nee, ich vielleicht kann ich abbrechen so. Oder was kann man machen? So war das nicht geplant. Kann ich die Strecke nicht direkt neu machen einmal? Weil dies bis zum Ende fliegen ist auch dumm. Oh, Entschuldigung. Scheiße. Mal so übel. Aber schlecht. Ah, geht so. Ist echt schlecht gerade, ich geb's zu. Ja, langsam komme ich raus, aber es muss man natürlich nur neu anfangen, ne? Hat ja, natürlich 1A gewonnen. So, hast nicht. Kein Problem, wir machen's nochmal, wir machen's nochmal. Wir sind ja keine. Wir müssen nicht alles beim ersten Mal schaffen. Ich finde, man braucht immer so 2-3 Anläufe. Dann macht man es richtig gut. So. Mein Rekord scheint weiter bestehen zu bleiben. Ich hatte mehr von dir erwartet. Was sagst du? Klappe. Lust auf noch eine Runde? Du willst doch nicht als der langsamste Slytherin bekannt sein, oder? Ja, fliegen wir noch eine Runde. Gut. Das muss ich mal konzentrieren hier. Oh. Nein, du blöde Kuh. Langsam habe ich's raus. Fabelhaft. Also Rekordmeister werde ich nicht im Fliegen, aber Abbrechschlag wie, ne? Oh, da liegt's daneben. Mann, aber das reicht nicht. Ja, ich weiß. Ich war jetzt ein bisschen dumm gerade, aber egal. Gar nicht mal so übel. Großartig. Okay. Oh. So, macht man das. Okay, haben eine Strafe für einen verpassten Ring gemacht, aber was soll's. Na, was sagst du jetzt, Beechard? Du hast dich verbessert. Ich muss sagen,
Das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich, das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Okay. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der besten Liste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Nein. So, jetzt reisen wir schnell zu Weskis zurück, um ihn in Hogsmeade, um ihm zu sagen, dass wir der geilste Typ sind, der geflogen ist auf der ganzen Welt. Ja, wo war denn der Tiny jetzt nochmal? Sportbekleidung war hier unten, ne? Genau da. Also, los geht's. Ja, ist gar nicht so leicht. Also, ich muss mich an diese Steuerung... Ach, ist so... Ja. Ich sollte es Mr. Reeves erzählen. Ja, machen wir doch jetzt auch. Ich kann mich darauf verlassen. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie macht er sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, oh, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Sehr gut, sehr gut. Nochmals, vielen Dank. Aber ich will kurz noch was verkaufen bei dir. Wonach suchen Sie heute? Verkaufen will ich. Ich hab so viel hier zum Verkaufen. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht, habe ich gesehen, aber was soll's. Wir werden schon noch bessere Sachen finden. Ich habe gerade was verkauft, wo ich gesehen habe, das ist eigentlich besser als das, was ich hatte. Aber egal. Lassen wir. Verkaufen wir. Gut. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. So, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war's für heute. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.